Graz ist Sportstadt. Unser oberstes Ziel ist, dass wir möglichst viele Kinder und Jugendliche für Sport begeistern. Dafür haben wir drei Zielsetzungen. Zum einen versuchen wir, die Infrastruktur ordentlich auszubauen. Da ist uns in der Vergangenheit sehr viel gelungen. Wir haben in den letzten 10 Jahren gemeinsam mit Bund und Land 100 Millionen Euro in die Sportinfrastruktur investiert. Das zweite Ziel ist, dass wir die Infrastruktur für die Vereine und für die Kinder leistbar gestalten wollen. Da haben wir es zusammengebracht, gemeinsam mit dem Landeshauptmann und dem Bürgermeister eine Mietförderung aufzustellen. Hier werden 25% der Jahresmieten refundiert den Vereinen. Und das dritte Ziel ist, wir brauchen auch Leuchtturm-Sportveranstaltungen, quasi unter dem Motto Lernen von den Besten, dass die Jugendlichen begeistert werden. Hier hatten wir in der Vergangenheit einiges mit den Special Olympics. Und da ist das Ziel 2026 mit den Olympischen Spielen wirklich ein großartiges. Mir ist es wichtig, dass wir auf die bestehende Infrastruktur aufbauen und dass wir möglichst viele Sportverbände und junge Menschen mitreißen. Und ein großes Ziel ist natürlich, dass wir dann einige Zeit nach den Olympischen Spielen, ein paar Wochen später, die Paralympics auch in Graz austragen können. Das heißt, das ist wirklich eine sportliche Trägerrakete und ich fordere auch alle Sportbegeisterten auf, dieses Projekt zu unterstützen.